Servus, Marcel, Streetfotograf, Videograf aus Leipzig. Und heute habe ich mal die Möglichkeit, ein paar Tage lang das gute Stück auszuprobieren. Und zwar das Tamron 17 bis 70 mm Blende 2.8 für APS-C-Kameras. Und zwar für Sonys und für Fujis. Zunächst kommen wir mal zu den Specs von dem guten Stück. Wir haben hier, wie gesagt, 17 bis 70 mm Brennweite mit Blende 2.8. Umgerechnet am Vollformat wären das etwa 25 bis 105 mm mit Blende 4. Also schon nicht schlecht als Standard-Zoom. Die i3, wobei ich nicht genau weiß, wofür das A ist. Die i3 bedeutet aber in dem Falle, wie gesagt, für APS-C-Kameras geeignet. Dann haben wir VC, das steht für Vibration Compensation, also ein eingebauter Bildstabilisator. Und RXD ist der lineare Schrittmotor, der hier drin verbaut ist und für einen guten sowohl Foto- als auch Video-Autofokus sorgen soll. Kann ich schon mal bestätigen. Vom Gewicht her haben wir hier 530 Gramm in der Hand und das Filtergewinde ist ganz ehrlich immer noch das Standardfiltergewinde von 67 mm. Das kenne ich noch von meinem Standard-Zoom, das 28-75-2.8 und auch von den kleinen Festbrennweiten, zum Beispiel fürs Vollformat das 20 mm 2.8. Aber auch so ziemlich fast jedes andere Objektiv von Tamron hat mittlerweile 67 mm Filtergewinde. Außer das 35-150. Verbaut sind hier 16 Linsen in 12 Gruppen, also wie ich finde schon recht komplex. Und wir haben hier eine Naheinstellgrenze von 19 cm am Weitwinkel und 39 cm am Teleende. Also beides jeweils so um die 1,4 und ein paar zerquetschte vom Maßstab her. Vom Gehäuse her kann man sehen, wir haben hier ein komplettes Kunststoffgehäuse, aber auch wirklich gutes Kunststoff, was man halt wirklich, wie gesagt, von Tamron kennt. Das spart, wie gesagt, beim Gewicht, liegt somit auch gut in der Hand und ist dann an der Kamera. In meinem Falle zum Testen hatte ich die A6400 und an der ist das Ganze dann nicht ganz so frontlastig. Gummilippe am Bajonett haben wir ebenfalls und somit ist das gute Stück auch wetterfest aufgebaut. Wie man sehen kann, es ist schon eine stattliche Größe, aber es liegt trotzdem gut in der Hand. Schalter und Knöpfe sucht ihr hier, ehrlich gesagt, vergebens, weil hier ist nichts dran. Also alles, was im Sinne von Autofokus und Fokushalteknöpfen vielleicht bei euren Objektiven kennt, gibt es hier nicht. Aber so schlimm ist das, finde ich, auch nicht. Kleinigkeit, die noch zu erwähnen ist, das gute Stück ist leider nicht ganz parfokal. Ich habe es ausprobiert, es verschiebt sich, aber in den meisten Fällen kommt der Autofokus dann trotzdem noch hinterher. Andererseits sollte man das halt bedenken, wenn man damit filmen möchte und reinzoomt. Und wenn man da auch sowieso langsam zoomen sollte, weil das sonst etwas zu schnell geht. Zur Bildqualität, was soll ich sagen? Sowohl im Weitwinkel als auch im Telebereich ist das bei Offenblende schon echt gut nutzbar. Das ist, eigentlich müsst ihr da nicht wirklich viel abblenden. Für Porträts ist das super geeignet in dem Falle und ja, da ist Blende 2.8 schon echt gut. In den Ecken, ja, im Weitwinkel könnt ihr ein bisschen abblenden, das gibt nochmal ein bisschen mehr Schärfe und auch im Telebereich, wobei im Telebereich natürlich die Frage ist, ob ihr wirklich die Schärfe bis drin in die Ecken braucht. Aber wie gesagt, in beiden Fällen ein bisschen abblenden ist okay. Aber kein wirkliches Muss. CAs und Vignettierung hat man schon ein wenig, aber dafür gibt es ja wieder Korrekturprofile und seien wir ehrlich, das macht heutzutage fast jeder Hersteller, dass er die einbettet. Aber wie gesagt, fällt hier jetzt nicht so doll auf. Zum Thema Autofokus, der ist schnell, der ist leise und hat eigentlich keine Probleme. Im Video-Autofokus, gerade wenn man zoomt, muss man ein bisschen aufpassen, da kann es schon mal sein, dass er springt, also nicht zu schnell ranzoomen. Nehmt euch lieber ein bisschen Zeit. Von daher, die wichtigsten Sachen habe ich euch ja schon genannt. Wie gesagt, Bildqualität ist sehr gut. Der Autofokus arbeitet sehr ordentlich. Das Ding ist nicht wirklich schwer. Das heißt, wenn ihr in Urlaub fahrt und nur ein Objektiv mitnehmen wollt, klare Sache, weil 25 mm sind eine gute Brennweite für Weitwinkel. Klar geht da ein bisschen mehr, aber nicht bei so einem guten Standard, so möchte ich behaupten. Und Stichwort Alternativen, was gibt es denn dort? Tja, viele fangen ja mit dem kleinen Ding hier an, dem Kit-Objektiv. Ich sag mal so, größentechnisch sieht man schon einen Unterschied. Beide haben einen Bildstabilisator, das 16-50 bietet nun mal keine 70 mm. Hat aber natürlich untenrum 1 mm mehr, allerdings kann man den verkraften. Power-Zoom-Schalter, größter Vorteil ist hier natürlich die Größe. Aber wenn euch das nicht stört, klare Empfehlung. Weitere Alternativen gibt es natürlich noch, und zwar das Sony 16-55 mm 2.8. Ja, das ist minimal schärfer, es ist ein ganz kleinen Tacken nochmal leichter, hat nochmal einen etwas besseren Autofokus und von der Größe ist es natürlich auch ein bisschen kleiner, hat allerdings keinen Bildstabilisator und ist bedeutend teurer. Ich glaube, Minimum doppelt so teuer.
Habe ich aber auch irgendwie. Schaue ich mal die Preise rein. Eine bessere Alternative, wie ich finde, ist das Sigma 18-50-28. Das ist bedeutend kleiner, bedeutend leichter. Wie natürlich keine 70 mm, sondern nur 50 und auch keine 17 mm, sondern 18. Aber ist bei der Größe eigentlich auch verschmerzbar. Und zumal es, glaube ich, ein ganz klein wenig günstiger sogar ist. Also wer kein Bildstabi braucht und etwas kompakter haben möchte und auch auf 70 mm Brennweite verzichten kann, der sollte zum Sigma greifen. Ich priorisiere jetzt keinen von den beiden Herstellern, weil beide Objektive, seien wir ehrlich, haben ihre Vor- und Nachteile. Größe, Gewicht, Kompaktheit und weniger Brennweite. Haut gerne mal in die Kommentare, welches von den Objektiven ihr nehmen würdet. Zum Abschluss haue ich euch noch eine kleine POV-Session rein und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Also, bis denn. Ciao. Das ist ja niedlich, der Kleid. Super, danke schön. Krasse Scheiße. Hat doch in London auch. Stimmt. Ja, das ist wie Bob. Oh, Wetter ist schon schön. Und die Reichweite von den Dingen ist einfach wirklich. Mach mal ein Beispiel. Einfach wirklich nah. Also jetzt ballern wir mal noch ein bisschen hoch. Das war die Ding. Na, umgerechnet 25 bis 105. Circa. Und, aber na gut, Stabi noch drin, dafür ist es dann halt. Es ist aber auch nicht wirklich schwer, es ist einfach nur groß. Im Vergleich zu den anderen. Der Barfußladen. Ah, ich gehe wieder auf M. Komm. Macht sich besser. Ja. Huh. Aber wirklich irgendwie so Passionen entwickeln. Muss ich reinnehmen. Erfahrung sammeln. Echt? Schärfe sind echt gut, ey. Das ist eine Bildkontrolle, die mir auf den Sack. Super schön. Noch nicht. Ah, so ist gut. Jetzt habe ich Profi. Willst du auch Profi? Ich habe Profi. Alter, die Schärfe ist krank. Schöne Schattenspiele. Oh ja. Guck, dafür mal ein Porträt. Schönes Geburtstagsporträt, Junge.
Jawoll. Da grinst er. Jo. Und YouTube, alles Gute für Andi zum 40. Hey. Komm mal rüber. Oh ja. Autos ohne Ende. Okay, also doch. Und draußen nicht, oder was? Nein. Also, nein. Also ich weiß, er hat gute Absicht. Er weiß gut, er ist sehr nett, wie die Konstruierung ist. Ich bin in ihrem Leben. So. Und dann ist er bei mir. Und dann hat er auch da nicht aufzutauchen. Dann ist er. Dann braucht sie ihre Ruhe quasi, sag ich jetzt. Richtig. Mal. Das ist halt, auch wenn sie verheiratet ist und Kinder hat, dann kommt die halt mit. Punkt. Okay. Muss das der Mann? Zeit. Hm? Oh. Oh, schön, 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 schön. Aber wenn ihr kommt? Ich meine, da kommen wir dich regelmäßig besuchen. Hab ich doch. Zieh du durch.